Liebe Follower, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, in der zurückliegenden Plenardebatte hier in Straßburg stand der Nahe und Mittlere Osten gleich mehrfach auf der Tagesordnung. Am Dienstag ging es um die Lage der Christen in der Region, die in vielen Ländern katastrophal ist. Als Hauptredner für meine Fraktion, der Europäischen Sozialdemokraten, betonte ich die Wichtigkeit von religiöser Toleranz für das friedliche Zusammenleben in der Region selber, aber auch weltweit. Zudem appellierte ich an die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, sich gegenüber repressiven Regimen wie Saudi-Arabien, Katar oder Ägypten stärker für Angehörige verfolgter religiöser Minderheiten sowie auch Nichtgläubige einzusetzen. Am Donnerstag verabschiedete das Europaparlament Resolutionen zur Lage in Syrien und zum Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. Es war höchste Zeit, dass die Abgeordneten die bereits im Dezember 2016 verabschiedete UN-Resolution 2334 durch eine eigene Resolution untermauern und darin die Siedlungspolitik der israelischen Regierung als völkerrechtswidrig verurteilen. Darüber hinaus forderte das Europaparlament in seiner Resolution eine stärkere Rolle der EU in der Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses. Am Mittwoch sprach ich zudem in der Plenardebatte über die Umsetzung eines Abkommens zur nachhaltigen Textilproduktion in Bangladesch. Ich war ja selber im März vor Ort im Land und habe mir ein Bild von den Arbeitsbedingungen in den Textil- und Schuhfabriken gemacht. Als Berichterstatter meiner Fraktion habe ich einen Initiativbericht zu den Lieferketten in der Bekleidungsbranche mitverfasst. Darin fordert das Europäische Parlament von der Kommission endlich einen Gesetzesvorschlag zur verbindlichen Einhaltung der Sorgfaltspflichten durch Textil- und Bekleidungsunternehmen in den Lieferketten zu erreichen. Ein weiteres Highlight in der zurückliegenden Woche war die Rede vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er forderte die Europäische Union auf, eine Führungsrolle in der Flüchtlingskrise weiter zu übernehmen, und zudem forderte die EU auf, die 17 entwicklungspolitischen Ziele der UN im Rahmen der Agenda 2030 aktiv zu unterstützen, aber auch selber umzusetzen. Ich stimme seiner Forderung nach mehr Möglichkeiten für eine legale Migration ebenfalls voll und ganz zu. Sie können diese Rede, aber auch alle Abstimmungen bzw. die Plenardebatten, die immer live auch über Webstream des Europaparlaments übertragen werden, verfolgen. Ich wünsche alles Gute aus Straßburg und verbleibe bis dahin. Adieu.